Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mit einem sehr interessanten Video, wie ich finde. Sehr interessante Neuigkeiten. Und zwar gestern Abend, nicht mal 12 Stunden her ungefähr, ist bekannt gegeben worden, dass der offizielle Spielball der NBA-Sponsor Spalding jetzt nicht mehr bei der NBA dabei ist. Das heißt, für mich ist das schon eine krasse Sache, weil nach 37 Jahren hat NBA den offiziellen Spielball Spalding als Vertragspartner. Immer mit Spalding-Bällen gespielt, 37 Jahre alt, genauso alt wie ich bin. Weißt du, was ich meine? Und war heftig, das ist schon ganz schön heftig. Und ab sofort ist Wilson der offizielle Spielball der NBA nach 37 Jahren. Echt eine krasse Sache, wie ich finde. Und weiß nicht, kennt ihr das Video von mir über Spalding? Mein Deal mit Spalding, mein nicht vorhandener Deal mit Spalding, da habe ich ja schon mal drüber geredet. Das Management von Spalding in Deutschland zumindest ist für mich persönlich, aus meinen persönlichen Erfahrungen, sehr, sehr fraglich. Weil wenn du mal mit jemandem in Kontakt bist, ich war ja in Kontakt, und auf einmal keine Antworten mehr auf deine Nachrichten bekommst, ist es in meinen Augen schon unhöflich. Ich sage jetzt einfach mal unhöflich, weil man sich einfach nicht mehr meldet, so von heute auf morgen. Weißt du, was ich meine? Aber anderes Thema. Check das Video dazu aus, ist hier irgendwo verlinkt, und am Ende des Videos auch sehr interessant, wie ich finde, weil ich ja doch viele Spalding-Bälle übers Jahr verkauft. Ihr wisst es ja, unten in meiner Videobeschreibung sind 2 Bälle empfohlen, der TF1000 und der Grip Control. Für mich persönlich, meiner Meinung nach einem Langzeittest über Jahre hinweg, die 2 besten Bälle schlecht hinweg. Aber ich weiß nicht, ob sie da drinnen noch lange stehen werden, weil jetzt ändert sich das gesamte Blatt. Was glaubt ihr, was das für ein krasser Millionen-, Milliarden-Verlust für Spalding ist? Nach 37 Jahren, was glaubst du, wie viel Kohle Spalding mit der NBA verdient hat, um da der Spielball zu sein? Weißt du, was ich meine? Spalding, Alter. Heftig, wirklich heftig. Und jetzt Wilson ist am Start. Also das ist schon krasse Neuigkeiten. Und ich würd zu gerne wissen, wer da irgendwas verpennt hat. Oder war Spalding vielleicht so eine Art so ein bisschen übermütig? Also hey, Spalding ist eh das Beste. Weißt du, was ich meine? Weil du zahlst ja auch beim Spalding-Ball natürlich für die Marke schlechthin. Du weißt, wo ein Spalding-Ball, das ist was Geiles. Verstehst du, das ist für einen No-Name-Ball. Aber in der gleichen Herstellung, in der gleichen Qualität würdest du dir den Spalding nehmen und mehr bezahlen, als wie wenn du den No-Name-Ball haben könntest für den halben Preis. Weißt du, was ich meine? Daher, Spalding ist einfach eine Marke, die spricht für Qualität. Ist ja so. Die Qualität ist da. Qualität möchte ich nichts zu sagen, weil die wirklich top ist. Spalding-Bälle, Hammer. Aber auch natürlich der Wilson Showcase jetzt zum Beispiel, mit dem spiele ich jetzt seit einem guten 4 Monate, würde ich sagen, um 3 Monate. Ihr habt meine letzten ganzen Basketball-Videos gesehen. Wir spielen nur mit dem Ball. Jeder hat den gerne in der Hand, wenn du die Auswahl hast. Ey, jeder möchte wirklich mit diesem Ball draußen spielen. Außer zum Beispiel Eugen, Vereinsspieler, der kommt mit einem Molten-Ball her und will mit seinem Molten-Ball spielen. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Grüße gehen raus, Eugen. Und jetzt nochmal schöne Grüße an Mirko vor allem. Mirko hat nämlich auch, der hat sein Spalding Grip Control, der ist ihm kaputt gegangen oder ihn verloren, das weiß ich jetzt nicht mehr, brauchte einen neuen Ball, aber nachdem er mein Video gesehen hat mit meinem Deal und Spalding, meinen nicht vorhandenen Deal mit Spalding, hat er gesagt, Mike, da muss ich dich unterstützen und ich werde mir jetzt keinen Spalding-Ball kaufen, solange Spalding nicht auf dich zugekommen ist. Das ist jetzt so eine interne Sache, so ein Spaßding zwischen Kumpel und so, zwischen mir und Mirko natürlich. Aber jetzt hat er sich wirklich wegen mir einen Wilson Showcase gekauft, ne? Er ist Spalding nicht treu geblieben wegen mir. Ist schon auch eine krasse Sache, aber ja, wen interessieren schon die kleinen Fische? Das ist auch immer so ein Ding, was ich mir denke bei vielen Leuten, die Marketing betreiben. Was, aber ey, wenn Spalding jetzt die NBA verloren hat, Alter, da müssten eigentlich ein paar Köpfe rollen, wenn du mich fragst, wenn es irgendjemand vermasselt hat. Wenn ich jetzt so da aus meiner persönlichen Erfahrung und meinem Ding so spreche, vielleicht auch das Gleiche, ne? Hey, die NBA hat geschrieben. Die NBA hat angerufen, du sollst die NBA zurückrufen. Ach nee, mache ich später. Weißt du, was ich meine? So waren die bei Spalding wahrscheinlich drauf. Und dann natürlich, dann nehmen wir halt Wilson. Weißt du, was ich meine? Aber keine Ahnung, ich habe natürlich keine Ahnung, was da los war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Wilson, Alter. Ey, das ist der Deal schlechthin für Wilson, dass Wilson populärer wird und mehr Kohle bekommt. Und ihr wisst es ja selber, wie es läuft. Jedenfalls, unten in der Videobeschreibung verlinkt, der Wilson Showcase.
Meine anderen Bälle werde ich jetzt vielleicht aus dem Sortiment nehmen. Ich weiß es noch nicht. Aber es ist ja nichtsdestotrotz, dass die Qualität immer noch gleich geblieben ist. Ne? Die Qualität von den Spalding-Bällen ist immer noch top, on point. Da hat sich nie was gefehlt. Also ich hatte nie einen schlechten Spalding-Ball. So die, wo ich empfohlen habe, echt immer perfekt. Aber natürlich auch Wilson bekommst du für unter 25 Euro. Daher, ey, kriegst einen Top-Ball für 25 Euro. Ein Kunstlederball. Wir reden hier von Kunstleder, ne? Jetzt natürlich die neuen Wilson. Die offiziellen Spielbälle für die NBA von Wilson ist natürlich aus richtigem Leder, ne? So einen hatte ich noch nie. Bin ich sehr gespannt. So ein richtiger Wilson-Lederball wird dann neu kommen. Aber auch so. Wilson wird dann auch mehr Sachen bringen. Bin echt sehr gespannt. Echt ein cooles Ding, dass ich da was getan habe. Und wie gesagt, ey, nach 37 Jahren, das ist halt auch ein krass langer Zeitraum, wo Spalding bei der NBA Sponsor war. Es ist heftig. Es ist schon heftig. Es ist krass. Es ist ein Millionen-Milliarden-Geschäft, Alter. Weißt du, es ist Next Level. Weißt du? Echt Feedback geben, eure Meinung dazu. Vor allem an Spalding-Fans da draußen. Wie schaut's aus? Hast du mal Bock auf einen Wilson-Ball oder so? Oder Molten oder was weiß ich? Keine Ahnung, gib mir Feedback. Und wem das Teil die ganze Zeit aufgefallen ist, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, ein bisschen Werbung muss noch sein. Merch gibt es auch in meinem Store, www.mrmyproduction.de. Und jetzt würde ich echt sagen, ja, ich bin gespannt, was ihr für Kommentare habt. Würde mich sehr interessieren, eure Meinung zu dem Ganzen. Wie schaut es aus mit Spalding? Ja, wo ist Spalding jetzt bald noch? Wo werden sie noch gespielt, ne? Auch so, es ist nicht nur die NBA vor allem, auch die G-League und die WNBA, auch alle nur noch Wilson. Ne? Krass, Alter, krass. So, Feedback geben, eure Meinung, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mark. Mr. Mark.